Hey, hey und hallo, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet. Ja, ihr habt schon gesehen im Intro ein paar Bewegtbilder zur Spieldoch in Dortmund, ich will immer noch Duisburg sagen. Und ja, ein kleiner Bericht, ich war gestern am Freitag, war ich ungefähr so bis, ja, kurz vor drei war ich da. Hab's ein bisschen damit verbunden, dass ich in Düsseldorf noch berufliche Termine die Tage vorher hatte und bin dann entsprechend halt in Freitag noch auf die Spieldoch gegangen, um einfach mal zu schauen, was geht da denn so? Und ja, positiverweise habe ich auch ein paar von euch getroffen, hatte mich total gefreut. Grüße gehen nochmal raus. Ich finde es immer schön und es freut mich sehr, wenn ich von euch angesprochen werde und ich auch mal quasi eure Gesichter kennen, weil ja, meine Fresse kennt ja jeder, aber das ist immer ganz schön, wenn ihr mich dann auch mal anspricht, mal Hallo sagt und auch im Idealfall sagt, hallo, ich bin der oder die und dann weiß ich, Mensch, cool, dann habe ich da ein Gesicht und das freut mich immer sehr. Ja, ansonsten, ich war auf der Spieldoch, ich war den Freitag da und wollte euch da mal ein paar Eindrücke wiedergeben und natürlich ist es erst immer wirklich schön, wenn man sieht, wie das Hobby lebt und atmet. Ich glaube, der Freitag, den jetzt zu beurteilen, ist vielleicht auch nicht ganz fair. Deshalb versuche ich da auch ein bisschen aufzupassen. Denn was man so in den sozialen Netzwerken, in den WhatsApp-Gruppen und alles, Brettballett, WhatsApp-Gruppe, die beste, schreibt mich an. Grüße gehen raus an alle. Da weiß ich eben, dass die meisten von euch heute planen, auf die Spieldoch zu fahren. Da bin ich nicht mehr da. Ich bin inzwischen wieder in München. Das war gestern echt eine harte Odyssee, sage ich euch. Alter Falter. Ich bin gestern so gegen, ja, kurz vor drei mich aus Dortmund losgefahren. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet, weil Wochenende, langes Wochenende und ich war über 9 Stunden unterwegs und es war mega unangenehm zu fahren. Ganz viele Staus. Also ich glaube, ich habe fast gefühlt, ja nicht nur gefühlt, also 2,5 Stunden gebraucht, um so bis ich in Köln ankam von Dortmund aus. Also es war brutal, viele Unfälle. Dann gab es direkt irgendwie eine Vollsperrung auf A45 und ich musste das umfahren. Dann kam zu den ganzen Staus noch irgendein ganz ekelhafter Sprühregen dazu. Ich war dann irgendwann abends, ich weiß gar nicht, wann ich zu Hause war, rechnet es aus, mein Kopf ist doch zu viel Brei und ich war echt einfach durch. Ich war dann heute auch schon wieder viel zu früh wach, ich weiß auch nicht irgendwie. Und ist aber gut, weil dann kann ich das Video für euch machen und kann euch da ein bisschen erzählen, wie es so war. Was mir gestern erstmal aufgefallen ist, das finde ich ist gut und schlecht. Und Mittel, also ich bin da noch sehr unentschlossen. Ich kam halt zur Eröffnung um 10 Uhr hin und dachte, wow, das ist ja richtig cool voll. Und dann fiel mir auf, dass so irgendwie 80% der Besucher Schulklassen waren. Also ich weiß von jemand, der auch Lehrer ist und der auch Spieleautor ist. Grüße gehen raus an den guten Moritz Schuster. Der sagte, ja klar, wir haben halt auch ganz viele Freitickets hier bekommen. Das ist halt schön, aber es ist halt, finde ich, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite finde ich das cool, wenn damit eben auch Schulen ermöglicht wird, denen zu zeigen, was gibt es alles denn an Brettspielen, weil der Nachwuchs, der soll ja auch gefördert werden und der Nachwuchs soll auch sehen, was es alles für unser Hobby gibt. Ich habe aber auch mit dem einen oder anderen Verlagsvertreter gesprochen, der sagte, ja, eigentlich kannst du den Freitag vergessen. Und eigentlich nervt uns das hier, weil wir hier Kinder rumrennen haben, die teilweise Sachen, also nicht, dass man gegen Kinder ist, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall, aber so aus Händlersicht, die natürlich halt da sind, weil sie verkaufen wollen, die haben natürlich gesagt, ja, geht so. Also da war nicht jeder begeistert. Kann man so oder so sehen, ich bin kein Händler, ich kann es nicht beurteilen. Man hat dann aber auch relativ schnell gesehen, nachdem dann so ab 12 Uhr für die Schulklassen Schicht war, dass sich die Hallen sehr, sehr schnell geleert haben. Die Videos, die ihr seht, die habe ich am Vormittag noch gemacht, da waren die Schulklassen noch da. Ich weiß natürlich jetzt nicht, deshalb dazu kann ich auch nicht sagen, wie es dann am Nachmittag noch wurde, ob dann viele von euch, die dann Feierabend hatte, noch kamen. Wie gesagt, ich denke sowieso, der relevante und wichtige Tag, der wird heute sein. Da weiß ich ja, dass einige hinfahren. Und ja, ansonsten, die sind jetzt nochmal in der neuen Halle von den Westfalenhallen. Die waren ja letztes Jahr zum ersten Mal da. Ich finde die Halle, wo sie jetzt sind, schöner. Die ist heller. Die ist aber auch größer und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mehr Verlage da waren als letztes Jahr. Gänge waren sehr breit. Das ist zwar angenehm, aber wirkt dadurch nochmal ja, leerer. Wie gesagt, das war jetzt auch nur der Freitag-Eindruck. Das wird heute bestimmt ganz, ganz anders aussehen. Aber das ist halt da der Eindruck. Wie es immer ist, aber das ist halt natürlich der Natur der Sache gerade geschuldet, was den Zeitpunkt angeht.
Es gab halt so gut wie gar keine Neuheit. Es gab eine wirkliche Neuheit, die habe ich auch reingepackt. Das ist von DLP Games, das Trepanation, das hatten die auch da. Da freue ich mich drauf. Das sieht sehr, sehr cool aus, wo man halt man spielt keine Gruppe, aber die Spieler sind eine Gruppe Quacksalber im frühen 19. Jahrhundert. Das sieht sehr witzig aus. Da habe ich auch Bock drauf. Vielleicht kriege ich es auch heute schon auf den Tisch. Da freue ich mich also sehr drauf. Das ist schon ganz cool. Aber sonst hat sich das mit den Neuheiten ja doch schon dezent in Grenzen gehalten. Aber gut, wie gesagt, das ist halt klar. Wir haben jetzt den Ende April. Das ist halt nicht die Zeit, wo die massenhafte Neuheiten rauskommen. Das ist relativ klar. Und dadurch, dass halt eigentlich zu ja wahrscheinlich 90% auch nur deutsche Verlage da sind, war es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, hier gibt's die totalen Exoten oder sowas. Nichtsdestotrotz, die Leute waren gut drauf, die hatten Bock. Es gibt auch ein, zwei richtig, richtig gute Sekundärhändler, die auch alte Spiele verkaufen. Also die Spielbar ist da, die haben sehr coole Sachen. Da habe ich mir dann einen Shogun eingepackt, was ich irgendwie noch nie hatte und noch nie gespielt habe. Und viele sagen, boah, Shogun ist so ein gutes Spiel, nimmst du mit. Das gibt es ja für 25€. Ich gesagt habe, komm, das packen wir ein. Dann habe ich noch bei einem anderen Shop, habe ich das Kraftwagen mitgenommen, Wirtschaftsspiel von, ich glaube, Martin Wallace war es sogar, wo ich gesagt habe, da bin ich auch immer schon so ein bisschen rumgetanzt und ich mag ja so auch so ein bisschen härtere Wirtschaftsspiele und das hatte ich auch für, ich glaube, 28€ da, wo ich gesagt habe, kommt das ein fairer Kurs. Das ist ganz cool. Die hatten auch sowas da wie Fortune and Glory für 85€, was ich finde ein sehr, sehr fairer Kurs ist, weil das Teil gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist und ich finde, das ist halt so ein cooles Indiana Jones Setting, Beer and Bratzel Spiel. Ich mag es sehr gerne. Das war schon ganz cool. Also da kann man auch definitiv stöbern. Sie haben mehr Spielfläche als letztes Jahr. Ich glaube, wenn ihr da heute auch seid und sagt, ihr wollt einfach nur spielen, auch eine große Spielausleihe ist vorhanden, dann könnt ihr da definitiv auch mal gucken gehen. Ich glaube, da findet man auf jeden Fall was. Und das muss man sagen, wenn man aus dem Umkreis München kommt, Umkreis München, genau, guten Tag, hallo, servus, das bin ich. Nee, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt und auch jetzt keine riesige Anfahrt hat, dann ist es ideal. Also dann wäre ich wahrscheinlich auch das ganze Wochenende da, weil es bietet sich an, die Leute haben Bock, die Leute sind cool, es gibt genügend Spielfläche, ihr könnt Sachen ausprobieren. Das ist alles super fein. Ich finde es auch angenehm, dass die Spiel doch einfach eine Messe ist, die jetzt zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo sonst auch einfach nichts ist. Ich fand es einfach schön, jetzt so das erste Messe-Feeling wieder für unser Brettspiel-Hobby zu haben. Das war schon ganz cool. Und dass man da auch einfach sagen kann, Mensch, hier April, Mai, auch Juni, da ist nichts. Juni wird ja auch jetzt das Spiel doch am Bodensee sein, wo sonst wenig passiert. Das ist immer, finde ich, so eine schöne Eröffnung der Convention-Messesaison für uns Brettspiele. Und wie gesagt, wenn man da eh im Umkreis kommt, und das ist ja das Schöne, dass das Ruhrgebiet einen sehr, sehr großen Einflusskreis hat und einfach ein Ballungsraum ist, dann ist das eigentlich schon sehr, sehr angenehm und eigentlich der No-Brainer hinzufahren. Auch ein Tagesticket 9€ ist vollkommen fair. Die Westfalenhallen, die werden nicht günstig sein zu mieten. Von daher finde ich das auch preislich absolut fair. Da kann man gar nichts sagen. Und dann ist es halt ein schöner Event. Ihr müsst einfach nur wissen, auf was ihr euch einlasst. Man fährt da nicht hin, um jetzt irgendwie groß zu shoppen oder einzukaufen. Die Neuheiten halten sich da in Grenzen. Es sind auch nicht wie am Ende, wie gesagt, sind die Aussteller auch überschaubar. Und trotzdem trifft man aber Gleichgesinnte fürs Hobby. Kann auch neue Leute treffen, hat in der Möglichkeit, bei der Spieleausleihe Sachen auszutesten. Die Verlage haben alle Tische aufgebaut. Und eigentlich ist es ja auch gut, wenn es gar nicht zu voll ist, weil dann hat man auch mal die Gelegenheit, Sachen zu testen. Also ich glaube, die Leute, die gestern da waren, haben mich auch mit ein paar Leuten da unterhalten, die sagten, Mensch, das ist eigentlich ganz cool, dass es heute noch nicht so voll ist. So können wir uns halt auch mal ein paar Sachen von den Verlagen erklären lassen und kriegen da immer einen Platz. Und das ist ja auch ein großer Vorteil, wo man sagt, Mensch, das ist schon sehr cool. Also alles in allem kann ich sagen, ich finde, es ist eine Messe, die einfach fürs Hobby Spaß macht, wenn man weiß, was einen erwartet. Ich fand die Duisburger Location fand ich cooler. Ich meine, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, war ja noch die Pandemie dazwischen, der Landschaftspark in Duisburg. Da konnte man danach noch draußen rumrennen und das war schon gut. Wobei, bei dem aktuellen Wetter wäre das auch scheiße gewesen. Hinblicklich des Wachstums, weil die Duisburger Location war schon sehr, sehr klein. Also da wäre dann irgendwann Schluss gewesen, was Wachstum angeht. Ist die Westfalenhalle natürlich da schon besser. Ist natürlich halt eher so eine klassische Messerhalle. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ist halt immer eine individuelle Sache.
Das aber soweit von meinen Eindrücken. Ich freue mich auf jeden Fall, das Trepanation von DLP Games auszuprobieren. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Wart ihr auf der Spiel doch? Seid ihr auf der Spiel doch? Schreibt gerne mal, wie so eure Eindrücke waren. Wie fandet ihr es? Was hat euch gefallen? Was hat euch weniger gefallen? Eine Sache noch, die ich ganz kurz noch einblenden muss, weil die hat mir definitiv nicht gefallen. Da kann wahrscheinlich die Spiel doch selber als Veranstaltung gar nicht dafür, sondern eher die Westfalenhallen. Aber dazu das noch kurz. So, kurzer Zwischencall, ein auf euch, habe mir jetzt diese wunderbare Coke Zero hier gegönnt. Die hat auf der Spiel doch auch nur unfassbar günstige 5 Euro gekostet. Bevor ihr fragt, nein, es war weder eine Palette, noch war es ein Kasten. Es war diese Flasche und es ist auch nicht das Blattgold von der Ribérie oder so drin. Wobei, ich guck mal noch, aber die werde ich jetzt genießen, sage ich euch. Das ist ein Schnapper. Ja, da muss ich wirklich sagen, das fand ich schon harten Tobak. Also das ist schon krass. Ich weiß, auf so Veranstaltungen sind Sachen einfach immer teurer. Ist klar, ist der No-Brainer, verstehe ich voll und ganz. Aber 5 fucking Euro für so eine 0,33 Flasche Cola, das also wirklich, das ist frech. Also das finde ich, wie gesagt, und da kein Vorwurf an das Spiel, doch ich gehe davon aus, dass das Preise sind, die die Westfalenhalle macht. Das finde ich hart. Also das war, wirklich, wo ich gedacht habe, Alter. Ich habe, wie gesagt, dann auch gefragt, ob da jetzt irgendwo noch der Kasten hinterher kommt oder sowas. Puh, holy moly. So, ja klar, bringt eure eigenen Sachen mit. Also das ist nochmal ein ganz, ganz großer Hinweis, wenn ihr heute oder morgen hinfahrt, bringt eure eigenen Getränke mit, weil sonst werdet ihr da arm. Also Katastrophe. Boah, Himmels Willen, die Kohle, die steckt mir jetzt auch hier irgendwo drin. Und die werde ich wahrscheinlich nochmal ausspeien, um sie in die Flasche zu tun und nochmal zu trinken, um das Geld wieder rauszukriegen. Oh, hab ich das aufgeregt. Ja, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr noch hinfahrt, habt viel Spaß, wenn ihr heute da seid, zockt was Schönes. Wenn ihr morgen da seid, zockt was Schönes. Wir sehen uns morgen zum Brett, zum Sonntag wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Danke, bis bald und tschüss.